Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Musik wegen Weibers Box von Bassultan Hengst. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Musik wegen Weibers aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine quadratische Box. Relativ hoch das Ganze, also für diese Größe. Und wir haben hier einmal rechts oben im Eck stehen BSH Bassultan Hengst. Rechts unten Musik wegen Weibers mit Z geschrieben. Und dann haben wir hier zwei Menschen abgebildet. Einmal auf der linken, das wird vermutlich Hengst sein, mit so einem Hasenkopf, mit so einer Hasenmaske. Und auf der rechten Seite haben wir diese junge Dame, ja, die sich hier gerade verrenkt. Der Kopf, der Hasenkopf von Hengst, nebenbei erwähnt auch das Logo von Who Shot Ya, also das Modelabel, das ja von Hengst gegründet wurde. Interessantes Cover auf jeden Fall, hat was, sticht auf jeden Fall ins Auge. Das Design zieht sich hier unten so durch, also wir sehen hier diverse Artikel noch, hier einen Plastikbecher, rote Schuhe, irgendwelche grünen Schnüre, Seile etc. Rechts hört es dann relativ bald auf, also hier nur ein dünner Streifen des Designs. Oben ja, haben wir noch ein bisschen die Tapete, aber wird auch sehr dunkel dann. Und auf der linken Seite lesen wir nochmal BSH, Bassultan Hengst, Musik wegen Weibers. Auf der Rückseite haben wir wieder diese Wohnzimmeroptik, diese Tapete, Bilder und diese Ledercouch. Hier der Kopf abgenommen. Und dann ein Barcode plus Credits. Gut, wir schauen mal hinein. Das Ganze eine Clubbox. Wir haben hier einmal ein Bandana, ein T-Shirt, die Bonustracks, die Instrumentals, das Album an sich und hier so einen Flaschenuntersetzer, so ein Flaschenlicht. Die Box von innen glatt weiß. Und hier kommt auch nochmal BSH Musik wegen Weibers zum Vorschein, wenn man das Ganze aufklappt. Auch hier unten kommt noch einiges zum Vorschein. Schauen wir mal kurz, ob das oben auch so ist. Jawohl, also das Design wirklich komplett, auch hier auf der Innenseite. Box zur Seite. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus, das Cover 1:1, wie auch schon auf dem Boxdeckel. Auf der Seite lesen wir Musik wegen Weibers in gelber Schrift. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 13 Tracks an der Zahl. Wir haben drei verschiedene Features. Das eine kommt gleich dreimal vor, dreimal hintereinander. Serg, Serg, Serg. Dann einmal Pop Rocks und einmal Harry's. Von diesen 13 Tracks ist mein Favorit Track Nummer 3, I Love Haters. Auch hier wieder dieser abgenommene Hasenkopf, Credits und Barcode. Okay, hier lesen wir auch nochmal Musik wegen Weibers. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Cover kennen wir. Gut, wir haben hier wieder die junge Dame abgebildet mit einer großen Flasche. Was haben wir hier? Belvedere dürfte das sein. Und in diversen Tracks, inklusive der Informationen, wer an den Tracks beteiligt war. Ja, dann hier der Schrittbereich, knapp bedeckt von einer Hotband. So sieht das aus. Ja, also die junge Dame hier. Ja, entsprechend freizügig in Szene gesetzt. Weitere Tracks aufgelistet. Und dann hier zum Abschluss noch die Social Media Auftritte bzw. die Website von Bassultan Hengst. Die CD, wie auch schon das Booklet, entsprechend freizügig gehalten. Also wir haben hier auf der CD den Hintern bzw. hier die Oberschenkel der jungen Frau abgebildet. Und auf der Rückseite, spannenderweise, sehen wir jetzt
mehrere Personen. Also einmal hier diesen Affen, diesen Tiger. Hengst in dem Fall nicht mit dieser Maske, ist die Frage, ob wirklich er das ist auf dem Cover oder vielleicht sogar Serg. Keine Ahnung. Hier trägt auf jeden Fall jemand anders diese Maske. Hengst hier mit Lederjacke abgebildet und dann wieder die junge Frau. Gut, dann haben wir die Instrumentals. Also von den, ich glaube 13 Tracks waren, genau, 13 Tracks. Die haben wir hier als Instrumentals, auch wenn hier keine Tracklist aufgelistet ist. Rückseite ist blank schwarz. Wir haben hier Hut Sultan Hengst. Ist die Frage, ob er hier eine Fernbedienung hat, aber sieht für mich eher wie ein Handy aus. Dahinter wieder die Frau. Diesmal trägt sie diese Hasenmaske. Was Sultan Hengst, Musik wegen Weibers, Instrumentals. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir noch eine zweite Papphülle. Auf dieser lesen wir Musik wegen Weibers Bonus-Tracks. Wir haben hier zwar keine Trackliste drauf, aber ich habe noch einmal nachgesehen. Wir haben auf dieser Bonus-EP, auf dieser CD, drei Tracks. Ein Solo-Track, der nennt sich Maschine. Dann einmal der Track Keine ist wie du. Featuring Pop Rocks und einmal 100% Ich featuring Serg. Also drei Tracks, davon zwei Feature Tracks und einen Solo Track. Und dann auch noch diese drei Bonus Tracks inklusive Instrumentals. Also drei Tracks plus drei Instrumentals gibt es hier noch dazu. Auf dem Cover haben wir hier wieder diese Person mit dem Hasenkopf, die hier der jungen Frau scheinbar gerade an die Wäsche will. Rückseite blank schwarz. Die CD sieht so aus, Musik wegen Weibers, Bonustracks und das Ganze ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir in einer Plastikfolie eingeschweißt so ein Licht. Das lässt sich wahrscheinlich, lässt sich das abziehen. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt nicht kaputt mache. Nein, ich glaube, das sollten wir besser oben lassen. Dieses Ding und das hier. Keine Ahnung, wir lassen das auch mal oben. Also man dürfte hier dann drücken. Jawohl. Und dann blinkt das. Blinkt in längeren Abständen oder hat so Standlicht. Das Ganze ist so gedacht für, ja, eventuell kennt ihr das aus Clubs oder beim Feiern gehen, dass man das unter Flaschen setzt. Ich werde mal kurz das Licht abdrehen. Und dann schauen wir uns das kurz an, wie das im Dunkeln aussieht, weil jetzt, wenn beleuchtet ist, macht das wahrscheinlich wenig her. Davor schauen wir uns noch kurz die zwei Textilien an und dann werfen wir mal einen Blick darauf. Also wir haben hier zum einen ein Bandana. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier wieder diesen Hasen, das Logo von Who Shot Ya. Hinterseite, also ist nur einseitig bedruckt, Rückseite ist blank schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Myrtle, also wie die meisten Bandanas, Myrtle Beach, One Size. Und dann haben wir hier 97% Polyester, 3% Baumwolle, made in China. Und dann haben wir auch noch ein T-Shirt. Ein schwarzes Shirt mit farbenfrohem Aufdruck, blau, gelb und rot. Musik wegen Weibers lesen wir hier. Neckprint haben wir keinen. Das ist ein relativ ungewöhnlicher Hersteller, sieht man selten. Meistens ja doch Gilden oder Fruit of the Loom. Wir haben hier ein Kia Europe Heavy Cotton in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Da steht auch nochmal 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht, speziell in Kombination mit dem Bandana. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt nochmal kurz das Licht abdrehen und dann schauen wir uns mal diese Flaschenbeleuchtung, dieses Flaschenlicht an. Kleinen Moment. So, wir schalten das Licht einmal an. Dieses Licht hier. Das ist jetzt der schnelle Lichtwechsel und ich habe in dem Fall mich entschieden für eine Flasche Absolut
Wodka, das ist eine Standardflasche. So sieht das dann aus. Also, Grüße gehen raus an alle Epileptiker. Ist auf jeden Fall heftig. Man kann das Ganze natürlich dann entsprechend verlangsamen, wenn man nochmal drauf drückt. Dann sieht das Ganze so aus. Also etwas länger die Abstände zwischen der Lichterfolge. Oder man stellt einfach wirklich auf Standlicht. Dann ist das Ganze so beleuchtet. Ich habe jetzt auch noch eine Flasche Johnnie Walker Red Label zum Vergleich. Allerdings, ja, das habe ich befürchtet. Nachdem Whisky ja doch etwas undurchsichtiger und eingefärbter ist, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, das Ganze mit klaren Flaschen zu machen, also mit Whisky eher nicht so, sondern eher dann mit Wodkaflaschen, damit das Licht hier auch schön zur Geltung kommt. Ja, relativ ungewöhnlicher Boxinhalt, so ein Blinkelicht für Flaschen. Allerdings macht es auch ein wenig Sinn oder ist gerade bei Hengst irgendwie naheliegend, da ja Hengst auch in Berlin Geld damit verdient, indem er Partys veranstaltet. Und da ist das natürlich sicher des Öfteren der Fall, dass solche kleinen Spielereien dort zum Einsatz kommen. Gut, wir schauen uns jetzt mal die T-Shirts bzw. das T-Shirt und das Bandana an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem farbenfrohen Aufdruck Musik wegen Weibers. Quer über die Brust das Ganze. Und das Ganze in Kombination mit dem Bandana. So sieht das aus. Bandana gefällt mir in dem Fall richtig gut, da dieser Hasenkopf eben genau so platziert wurde, dass man hier schön die Nase und die Zähne hier unten aufsetzen kann. Also von der Form und von der Gestaltung des Bandanas gefällt mir das richtig gut. Das T-Shirt ist von den Farben her und auch vom Aufdruck nicht ganz so mein Fall. Also das werde ich eher nicht so tragen, aber das Bandana gefällt mir auf jeden Fall. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dazu dann dieses Bandana in Schwarz und Weiß gehalten. Diese Beleuchtung, diese Flaschenlichter. Die Bonustracks zum Album, wie gesagt, drei Stück inklusive drei Instrumentals. Die Instrumentals zum Album und das Album Musik wegen Weibers an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Musik wegen Weibers von Bassultan Hengst. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bassultan Hengst unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.